Mein Kollege Michael Kolz im Lager von Hillary Clinton in New York ist schaltbereit. Wir wollen die Gelegenheit nutzen. Michael, wie ist die Stimmung im Clinton-Lager? Enttäuschung oder hat man noch Hoffnung? Nein, von Hoffnung kann hier wirklich gar keine Rede sein. Es ist Enttäuschung, es ist Frustration, aber es ist auch Wut. Und so langsam wird das ganze Ausmaß hier klar. Denn es ist ja nicht nur die Präsidentschaft, sondern es wird das passieren, was eigentlich das schlimmste Szenario nach 8 Jahren Obama sein könnte. Mutmaßlich wird der Senat bei den Republikanern bleiben, der Kongress, also das Repräsentantenhaus sowieso, und dann auch noch das Weiße Haus. Das heißt, Donald Trump würde starten mit der größtmöglichen Unterstützung, dem großmöglichen Rückenwind. Dann ist es auch nicht, dass man ein Stück weit die Hoffnung hat, dass Republikaner sich innerlich ein Stück weit zerfleischen, weil natürlich die Partei auch nicht geeint ist, weil der ganze Wahlkampf gezeigt hat, dass die republikanische Partei ein Stück weit am Boden liegt. Aber das ändert nichts daran, wie hier die Stimmung ist. Sie ist schlichtweg katastrophal. Man wartet eigentlich nur noch darauf, dass eine der großen Nachrichtensender oder der großen Networks Donald Trump dann auch callen, weil die Hoffnung für Michigan und Wisconsin gering ist. Selbst in Pennsylvania hat sich das Blatt noch gewendet. Also von Hoffnung, Alfred, da kann hier wirklich gar keine Rede mehr sein. Und die Mehrheit der Republikaner in allen drei Institutionen, im Senat, im Repräsentantenhaus und im Weißen Haus, würde den Republikanern die Chance geben, all das zurückzutreten, was Obama gemacht hat. Ganz vorne Obamacare, die Gesundheits-, die Versicherung für alle. Ja, es wäre dann natürlich, also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Das eine ist Obamacare, also die Gesundheitsversicherung. Dann wäre es natürlich die Besetzung im Supreme Court, der freie Platz, den eigentlich Obama besetzen wollte, der aber natürlich vom Senat blockiert wurde. Jetzt in den letzten Monaten wird ganz klar republikanisch Gesetz besetzt. Es geht um die Abtreibungsgesetzgebung. Auch die kann zurückgedreht werden. Ein Wunsch, den die Republikaner seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten pflegen. Dann gar keine Frage, ein Einwanderungsgesetz hätte ganz klare republikanische Vorzeichen. Und wer weiß, vielleicht würde tatsächlich diese Mauer gebaut werden zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Also all das, was Obama und seine Regierung über 8 Jahre an den Start gebracht haben, das könnte tatsächlich zurückgedreht werden. Und deswegen ist die Frustration, die hier so langsam durchsickert über die mögliche Wahlniederlage Hillary Clintons, die stürzt ins Bodenlose, wenn man sich vorstellt, was alles in den kommenden mindestens ja 2 Jahren passieren kann. Und wir haben mit so vielen dort unten gesprochen. Teilweise wollen sie gar nichts mehr sagen, weil sie das nicht in Worte fassen können. Aber eines, das wissen alle, oder sind sie sich zumindest darüber im Klaren, dass dies Amerika mit dem morgigen Tag nicht mehr so sein wird wie zuvor. Aber eines ist auch richtig, es muss weitergehen und da müssen alle dran mitarbeiten. Sind die Demokraten schon in der Lage, diese mutmaßliche Niederlage zu analysieren? Woran lag es? Falsche Themen, falsche Kandidatin? Interessanterweise habe ich das unten auch mit den Anhängern besprochen. Welche Fehler hat Hillary Clinton denn gemacht? Es war ja nun in allen Teilen bekannt, dass sie auch eine unbeliebte Kandidatin sei, dass man ihr vorwarf, zu nah an der Wirtschaft zu sein. Sie sei der Inbegriff des Washingtoner Establishments und Donald Trump eben genau das Gegenteil. Aber da war die einhellige Meinung, ich meine, gut, eins ist auch klar, das sind die natürlich mehr als hundertprozentige Clinton-Anhänger, dass sie im Wahlkampf gar nicht so viel Fehler gemacht habe, sondern im Gegenteil sich eigentlich bemüht habe, an ihrer Glaubwürdigkeit zu arbeiten. Die Sanders-Anhänger für sich zu gewinnen, aber die Zahlen belegen es, es hat offensichtlich nicht gereicht. Donald Trump hat wohl so viele Wähler angesprochen, von denen sehr, sehr viele mutmaßlich nie vorher öffentlich gesagt haben, dass sie Donald Trump wirklich wählen würden am Wahltag. Das heißt, die Umfragen mutmaßlich, zumindest in den 4 bis 5%, die nötig sind, um diesen Sieg jetzt für ihn zu holen, lagen dementsprechend alle falsch, bis auf die Los Angeles Times zusammen mit der USC. Und dann hat man weniger geholt bei den Minderheiten, sicher nicht bei den Latinos, aber mutmaßlich sind nicht so viele Schwarze wie erhofft zur Wahl gegangen, haben für sie gestimmt. Und dann haben auch nicht so viele Frauen, von denen man ausgegangen sei, dass sie alle für Hillary Clinton stimmen. Der Unterschied ist gar nicht so groß zwischen den Frauen für Hillary Clinton und denen, die tatsächlich dann auch Donald Trump gewählt haben. Also es sind viele Faktoren, die man heute schon benennen kann, aber das Wundenlecken und damit auch die
naja, gnadenlose Aufklärung und Analyse, die wird dann morgen passieren. Aber man fischt noch so im Dunkeln. Es ist auch sehr überraschend, dass sich die Networks so lange Zeit lassen mit der Entscheidung, weil faktisch muss sie ja, wenn sie überhaupt noch Präsidentin werden möchte, muss sie ja mindestens Michigan, Wisconsin und Pennsylvania gewinnen. Und wer weiß, ob das überhaupt reicht zum jetzigen Zeitpunkt. Wo ist Hillary Clinton? Wie hat sie diesen Abend verbracht? Sie war die ganze Zeit im Peninsula Hotel. Also erst war sie ja noch bei sich zu Hause in Chappaqua und dann war sie im Peninsula Hotel und hat dort den Wahlabend verbracht mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Natürlich in Erwartung guter Ergebnisse. Das ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, nur ein Steinwurf eigentlich entfernt vom Trump Tower. Und man wollte so ein bisschen wahrscheinlich dem Kontrahenten zeigen, dass man den Mut hat, bei einem Wahlsieg auch bei ihm direkt um die Ecke zu fahren, ihm das so ein bisschen unter die Nase zu reiben. Das ist nun mutmaßlich gründlich schiefgegangen. Aber irgendwann, dann wird sie hierher kommen. Es wird ja darüber gemutmaßt, ob sie vielleicht schon mit Donald Trump telefoniert hat. Vielleicht warten sie aber auch, bis endgültig gesagt wird, dass sie keine Chance mehr hat, diese Wahl zu gewinnen, was ja faktisch eigentlich schon gegeben ist. Aber vielleicht wartet man einfach bis zur letzten Sekunde. Und wir hörten aus dem Trump-Lager eben, dass man genau auf diesen Anruf wartet oder dass eben eine der großen Nachrichtensender oder der Network sagt, ja, es ist Donald Trump, der nächste US-Präsident ist. Also dann wird sie sich sehr schnell auf den Weg hierher machen. Die Anhänger warten auf sie und werden auch so lange ausharren. Zumindest haben uns das eigentlich alle gesagt, um ihr zumindest die Ehre zu erweisen in Anbetracht dieser Niederlage. Michael, in 5 Swing States ist die Entscheidung noch offen. Überall ist es äußerst knapp. Ist man denn im Clinton-Lager bereit, wenn die Fernsehanstalten sagen, Trump hat gewonnen, die Niederlage zu akzeptieren? Oder macht man da eventuell dann auch auf Trump und sagt, so eine Niederlage kann man auch juristisch anfechten? Also ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich hatte den Eindruck, dass das nie eine Frage war. Es war ja in einer der Fernsehdebatten die letzte Frage, würden Sie für den Fall eines Wahlsieges des Kontrahenten die Wahl anerkennen? Und da hat Hillary Clinton sofort gesagt, ja, ganz klar. Und ich glaube auch nicht, dass das bei den Demokraten jetzt quasi ein Faktor wäre, weil das würde dann ja zu der Niederlage auch noch einen schlechten Verlierer hinzugesellen. Und im Moment sind die Zahlen nicht so, dass es so extrem knapp ist, wie beispielsweise damals zwischen Al Gore und George W. Bush. Dafür liegt Donald Trump beispielsweise in Wisconsin zu weit vorne. Und auch in Pennsylvania hat sich das Blatt ein Stück weit gewendet. Also ich glaube nicht, dass es so knapp sein wird, dass das Clinton-Lager, dass die Demokraten dieses Wahlergebnis so ist, denn so kommt, tatsächlich anfechten werden. Herzlichen Dank, Michael Kolz, der uns die Stimmung beschrieben hat im Lager der mutmaßlichen Verliererin, im Lager der Enttäuschten. Und